Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast, dem größten Tanzpodcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und natürlich wichtigsten Themen direkt in den Ohr bringt, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens, und in der heutigen Folge darf ich dir eine geniale Podiumsdiskussion vom diesjährigen Entaku 2019 präsentieren. In dieser Diskussion stellen Pierre Dulaine und seine Dancing Artists die ersten Ergebnisse des Programms Dancing Classrooms in Deutschland zusammen. Es heißt Dancing Classrooms ein Jahr später, wird von Jürgen Ball moderiert und fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, die Höhen und Tiefen, und vor allen Dingen zum Schluss wirklich ein wichtiges, motivierendes Credo an alle, die Lust haben, mit Schülern zu tanzen. Ganz, ganz viel Spaß jetzt beim Reinhören, Zuhören, Durchhören. Ich hoffe, es gefällt dir, und vielleicht machen wir das einfach mal wieder, denn mir hat das echt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das Thema, das wir jetzt hier auf dem Programm haben, Dancing Classrooms ein Jahr danach. Ich möchte ein bisschen ein kurzes Lead-in geben. Wie ist denn überhaupt das Ganze entstanden? Wo war denn überhaupt die Grundlage? Was ist passiert und wo soll es hingehen, bevor wir dann auch in die Gruppe reingehen und dort Sie hören, was genau passiert ist? Pierre Dulaine ist in unserem Verband ja kein Mensch, den man nicht kennen oder nicht kennt. Vielleicht auch für die jungen Leute. Er war schon das erste Mal vor 51 Jahren hier in Deutschland mit seiner Partnerin. Seine Partnerin Yvonne Massot, die hier ist, werden wir morgen kennenlernen. Nice to meet you. Welcome. Und man hat sich über die Jahre zwar nie richtig getrennt, aber es plätschert so ein bisschen hin. Und dann kam Evelyn Hedrich-Hörmann, unsere Vizepräsidentin aus Blackpool, und sagte, wow, ich habe Pierre getroffen. Pierre hat ja das Dancing Classrooms, wir wissen ja alle, über ihn wurde ein Film gedreht, die Tanzlegende und, muss ich nicht alles wiederholen. Aber das Thema, was er angeht, Integration, das ist so wichtig, das müsste man mal anpacken. Und dann haben wir uns an diese Idee, so ganz langsam haben wir uns da vorgeschlichen, sind die Treppenstufen hochgegangen. Dann kam die Connection mit Arndt, Arndt war im Urlaub, hat Pierre besucht, dann gab es da Gespräche. Und plötzlich war es so weit, dass wir sagten, wow, lass uns das Ding mal angehen und lass uns mal gucken, was das bedeutet überhaupt und wie das auch bei uns in Deutschland einen Ansatz finden kann, beziehungsweise vielleicht auch eine ständige Begleitung bringen kann. Denn das Thema Integration ist unwahrscheinlich wichtig. Wir haben so viele Sachen, Inklusion, Integration, Prävention, überall ist ein Ion dabei. Also schauen wir mal, ob wir das nicht auch da voll mit dazu kriegen können. Und es war so spannend, auch dann in den Gesprächen mit Pierre mitzubekommen, wie er das anpackt, wie das funktioniert. Und vielleicht waren auch einige von Ihnen im letzten Jahr hier, als wir das vorstellten. Und dann sagte ich Ihnen, meine Damen und Herren, es ist auch immer etwas, was mit hier zu tun hat. Es hat auch mit Herz zu tun, und nicht alles, was man vielleicht möchte, kann man tun und geht. Ich persönlich würde es mir jetzt zutrauen, das machen zu können. Damals hätte ich es mir nicht so getraut. Und wir haben das Pilotprojekt gestartet im Oktober. Und auch da mit viel, viel Hilfestellung von Arndt Hilse, der an seiner Schule, und das ist eine Brennpunktschule, gesagt hat, da brauchen wir das. Dann hat die Schule Pierre bestellt. Wir haben parallel dazu in Bonn bei Miriam Neumann in der Tanzschule das Seminar für die Tanzlehrerkollegen gestartet. Ich sage Ihnen, die ersten zwei Tage hat Pierre geschwitzt. Es wird ihm warm, weil Tanzlehrer, alles Fürsten, sie können alles besser, wissen alles anders. Und er hat immer gesagt, nein, so geht das.
Und am Ende der Ausbildungswoche kamen sie und sagten, es ist richtig so, wir machen es genau so und so. Also das Thema an sich ist gut angekommen. Es war eine Gruppe von 18 Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben. Wir haben auch hier gleich im Auditorium, ich übergebe gleich das Mikrofon, einige sitzen, die es auch umgesetzt haben. Für alle von der Zielrichtung, ja, wir werden in diesem Jahr im Oktober wieder einen Lehrgang starten, damit wir da auch weitere Multiplikatoren schaffen können. Ja, wir wollen das als fest institutioniertes Thema in der Ausbildung gerne und der Fortbildung gerne drin haben. Und dann geht es natürlich darum, wie sehen denn so diese Bereiche aus, die Zukunft, wie kann ich an etwas drankommen? Wir sind dank Arndt dahin gegangen zu sagen, die Menschen, die diese Ausbildung gemacht haben, die werden jetzt nicht einfach losgelassen. Das lässt auch der Vertrag, den wir mit Dancing Classrooms gemacht haben, nicht zu. Dieser Contract ist sehr fixiert. Wir brauchen Leute, die einmal begleiten. Das sind momentan Renate Pawolski und Axel Schulz, die den Lehrgang gemacht haben. Die betreuen, die helfen, die unterstützen. Wir brauchen aber auch die Hilfestellung für die Schulen. Denn wenn ich jetzt hingehe als kleiner Jürgen Ball und sage, oh, ich habe da jetzt ein Seminar mitgemacht, Dancing Classrooms, und ich würde das gerne hier anbieten, da sagt der Schulleiter vielleicht zu mir, ja, machen Sie doch mal. Und was kriege ich denn von Ihnen? Ja, Geld haben wir keins. Das heißt, es muss eine klare, lineare Aufteilung gemacht werden. Wie funktioniert das? Wir haben für diejenigen, die das jetzt gemacht haben, vorbereitet, nochmal danke auch an Arndt. Ich mache es jetzt mal einfach vor. Ich, Jürgen Ball, habe vom ADTV Unterlagen bekommen, Briefentwürfe, Vertragsentwürfe, mit denen gehe ich zur Schulleitung und sage, schönen guten Tag, ich habe dieses, das System, da gibt es eine schöne Broschüre dazu, die lege ich vor, ich erkläre das und dann kriegt diese Schulleitung von mir eine Hilfestellung, nämlich die Hilfestellung, wo die Schulleitung in ihrer, sei es Kultusbehörde, Kultusbehörde, Förderverein, wo auch immer, sagen kann, wir müssen gucken, es gibt Integrationsfördertöpfe, nicht in jedem Bundesland, nicht in jeder Kommune, nicht, das ist unterschiedlich, wo man drankommt. Ich kann nicht einmal sagen, in NRW heißt das, was weiß ich, gehe ich an die Kultusbehörde, in Hessen müsste ich vielleicht direkt ans Schulamt gehen, wo die Schule ansitzt. Das ist immer unterschiedlich. Aber das Geld ist da. Man muss nur wissen, wo man es herholt. Und dann, jetzt nenne ich eine Zahl, die möchte ich aber bitte nicht fixiert haben. Und jetzt kriege ich da zum Beispiel, kriegt der Schulleiter, die Frau Popinga, kriegt jetzt ein aus dem Topf von irgendwoher 2.500 Euro. Und damit kann die Schulleitung mich als Lehrer finanzieren und kann sagen, jawohl, das Geld dafür ist da. Ob ich jetzt mit diesem Geld eine Schulklasse 10 Wochen eine Doppelstunde oder zwei Schulklassen 10 Wochen Doppelstunde unterrichte oder ob sich das was zusammenfasst, das ist dann Verhandlungssache zwischen mir und der Schulleitung. Aber es geht darum, dass weder Sie als Lehrende irgendwo sich zu sehr nach unten schrauben müssen, denn unsere Ausbildung und unsere Fortbildung sind wertvoll, unser Wissen ist wertvoll und aber auch so gesichert ist, dass man sagt, ich mache so etwas nicht, ich nenne jetzt mal das Wort, was Conny Willius immer sagt, nicht für um. Darum geht es auch ganz klar, dass das umsonst, um heißt umsonst, ja, so, dass das auch von uns schon in diese Richtung eingestielt ist und dass sie auch da vom ADTV Hilfestellung bekommen. Es kann auch sein, ich hatte heute ein tolles Gespräch mit Matthias Müller, der sitzt hier links oben, ist ja auch Vorsitzender der Europäischen Stiftung Tanz. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich möchte das Projekt in einer Schule gerne machen oder eine Schule will das Projekt gerne machen, ich kriege aber keinen Fördertopf, habe aber einen Sponsor, was weiß ich, aus der Region, aus der Stadt, der würde mir da 1.000 Euro, der nächste Sponsor da 1.000 Euro geben, dann könnte man gucken, die brauchen ja, als Gemeinde, die brauchen ja Bescheinigungen, wie heißt das?
Danke, mein Glück, dass Sie so gut ausgebildet sind. Ja? Spendenquittung, dann könnte man auch da Möglichkeiten schaffen, über eine Stiftung das auf einer anderen Seite wieder herzuholen. Also Möglichkeiten gibt es, man darf auch nicht aufgeben, man darf nicht zu früh Nein sagen. Und was ich ganz schlimm finde, wenn es immer heißt, geht nicht, wenn es so nicht geht, geht es anders. Es gibt immer irgendwo einen Weg. Und das ist die Zielführung, die wir mit diesem Projekt haben. Ich glaube schon, dass das noch einen Moment dauern wird. Das muss wachsen wie eine kleine Pflanze, die muss gegossen werden. Aber wenn sie nicht gleich in dem Jahr sprießt, vielleicht sprießt das Blatt im nächsten Jahr und dann wird es ein bisschen mehr. Meine schöne Magnolie in meinem Vorgarten hat dieses Jahr gar nicht geblüht. Ja, dann hoffe ich, dass sie nächstes Jahr blüht, aber sie ist ja noch da. So, nein, darum geht es. Ich würde aber nicht sie jetzt absägen und aufgeben. Dankeschön. Und jetzt darf ich das Mikrofon übergeben. Warmly welcome, dear Pierre Delaine aus New York. Thank you very, very much, Mr. Jürgen. And ladies and gentlemen, thank you for being here this afternoon. And it's a great pleasure to be back at Intaco 1 year later. I think many of you will remember last year I had like 26, 27 children who came from the Hauptschule Karl Simrock in Bonn, from Herr Hilse School, and we taught them the very first class, and here we are a year later. I was here in the autumn where I did the program in Hauptschule de Karl Simrock, the Hartberg Real, and the Niklas Kasunas Gymnasium, all in Bonn. And just to let you know, I was in the three schools and it was really quite wonderful. Some classes were very good, some classes were okay. And we have an expression in New York regarding the schools and the classes. You can have a dream school, which is wonderful, or you can have a scream school. And I had both. But in the end, everything was quite nice. It's a 10-week program, 2 times a week. And because I speak very little German, and I spoke some of my German in, I was teaching in German sometimes, but I took the advice of Mr. Hilse. I started speaking more in English, and was wonderful because it was a bit slower, but a few of the children could speak English and understand, so they were my assistants and they translated for me to the rest of the class. And that was really quite good because it involved them in a different way. And it was really very good for the children to be taught in English, to have to listen in English. And that was a wonderful piece of advice. So, and then we had the school break, and 18 of your colleagues, some of them are here, of course, took the 5-day training course to be a dancing classroom's teaching artist. And that was really quite a wonderful thing, where we had 5 whole days of, you have to do it. And something that is really important for you also, ladies and gentlemen, that they had to learn is you have to change your stripe. If you are a zebra animal, you've got to become a leopard, meaning you have to change the thinking, because the training of this is not the same type of training for adults in teaching schools and adults teaching them to dance. This is a social and emotional dancing program where we have to try to get the ladies, make them ladies and gentlemen. I speak Arabic, and quite a few of the children in all of the schools and all of the classes were of Arabic speaking languages. So I spoke a lot in Arabic, especially when I was angry with them or for them, so they would understand exactly. And one thing you already wanted to know, you already should know, if you ever want to give them a bit of candy, some sweets, some Haribo, as I did, and I made a mistake, it was not halal.
I had to go and buy halal Haribo candy to give to them because a lot of the children are of Islamic and they cannot eat the pork. So we ended up the program with the colors of the rainbow team match with the three schools, and that was really quite a wonderful event. Suddenly, the last couple of days, even when they could not do the steps properly, you put the sash on the girls, the number of the color on the boys' backs, and suddenly they could dance beautifully, and they were parading in a wonderful way. Mr. Hilzer was wonderful in so much that he invited the newspaper press to come while I was there, and television was there. So I think would be a good moment now for you to see how the children looked at the very, very end when we had the colors of the rainbow team match. And so we would now need to press, I suppose. I don't know where, how. Wo ist der Mann? Der Mann ist weg. Was ist der Mann? Ah, danke schön. This gives you an idea of exactly what went on as far as the children are concerned. It was a wonderful evening, a late afternoon. And now, ladies and gentlemen, what I'd like to do is ask the ladies and gentlemen with me here to talk to you about how they felt about the training. I know, Evelyn, I'll start off with you. Please, would you please tell everybody when you came to Bonn and you were part of the training and what it was all about? Ja, also ich ging mit zwei gemischten Gefühlen dahin, weil auf Intaco 2018 hat er mit den Kindern ja diesen Spontanunterricht hingelegt. Und die Art und Weise, wie er uns gefördert und gefordert hat, damit wir Teaching Artists nennen, und ich bin so stolz auf diesen Titel, danke, thank you for being a Teaching Artist, ist, dass wir in dem Lehrgang gelernt haben, dass wir auch performen müssen, dass wir nicht unterrichten sollen. Wir sind dann keine Lehrer, sondern wir sind Performer. Das war für mich völlig neu. Und er hat uns dauernd unterbrochen und hat gesagt, you are performing, that's not correct. Now, don't teach, perform. Also dieser Unterschied zwischen diese Kinder zu bekommen und nicht Regeln aufzustellen wie in der Schule, das machst du falsch, das machst du richtig, also das ist unwahrscheinlich. Und Sie haben das vielleicht gesehen, dass er mit seiner Krawatte immer dann liebevoll die Kinder schlägt und so, ne? Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Und ich hatte nur so eine dicke Kette um das Kind. Also er hat uns wirklich dahin gebracht, dass wir da rausgegangen sind, sogar einen Test geschrieben haben. Am Ende haben Lehrproben gemacht und haben uns gegenseitig dann nochmal beraten. Also ich fand es ganz, ganz toll und ich würde das gerne auch wiederholen und ich kann es nur raten. Ich finde es toll. Super, danke. Thank you, Evelyn. I have to add, I'm not sure whether she mentioned it or not, so please excuse me, we met in Blackpool a few years ago, and it was the reason that all this came about was through Evelyn. I'd like to ask Matthias, please, would you please tell us about the training that we had and the little misunderstanding at the beginning? Do we have to use the left foot for the waltz, or do we have to do this in the evening? So please talk about that. Ja, auch ich bin dahin gefahren und war erstmal der Meinung, ich finde die Methode super, aber wir können auch unsere eigenen Inhalte wählen. Und wie sich herausstellt, sind die Inhalte gar nicht wichtig und deswegen ist es gar nicht schlimm, welche Inhalte dort gewählt werden. Das Programm funktioniert weltweit und es funktioniert nach amerikanischem System. Das heißt, alle Tänze beginnen einfach mit linken Fuß, auch der langsame Walzer. Jetzt lass mal kurz sacken, weil das für uns so eine Art Hochverrat ist. Wie zur Hölle können wir langsam Walzer mit links beginnen? Das geht ja gar nicht. Wir werden alle sterben, aber nicht von heute. Und siehe da, es geht doch. Und man kann das einfach so tun. Und man kann dieses Programm einfach übernehmen, weil es weltweit erprobt ist und einfach funktioniert. Und ich gehöre zu denen, die sich etwas schwer getan haben, das Herz über diese Hürde zu werfen. Aber ich kann nur empfehlen, das zu tun, weil es tatsächlich großartig ist, was mit den Kindern passiert, was mit uns passiert ist in dem Lehrgang, was passieren wird mit den Kindern, die in den Schulen sind. Weil das, was da transportiert wird, ist tatsächlich weniger langsamer Walzer als ein respektvoller, höflicher Umgang miteinander, kulturübergreifend. Weil Tanzen ist ähnlich wie die Mathematik, es ist eine universelle Sprache.
Und dieses Universelle, dieses Übergreifende, dieses integrative Element, das ist so unglaublich schön und so unglaublich durchdacht, mit so viel Liebe und mit so viel Freundlichkeit in diesem Programm drin, dass einerseits sehr eng gefasst ist und quasi für uns ungewohnt nicht Freiheitsgrade einlässt, wie wir das machen, sondern es ist eine klare Struktur, es ist ein klares Programm. Es funktioniert und ich kann empfehlen, es zu tun. Ich finde es sehr, sehr wertvoll und ich wünsche mir sehr, dass es ganz viele Menschen gibt, die den zweiten Lehrgang machen und das wird Dancing Classrooms in Deutschland unglaublich erfolgreich bringen. Ich glaube, das bringt uns alle weiter und macht ganz, ganz viel mit den Kindern. Und es geht nicht darum, ob der Weiße links oder rechts geht. Now, the 5-day training week was at the Tanzschule Ralph Lepena Herbst in Bonn. And it was a wonderful school to be at. And I'd like you, Madame Miriam, to talk about, because you were running around everywhere. You were part of the training and organizing the breakfast and the food and the drinks and everything. So how was that week for you with the training and everything else going around? Also diese Woche war für uns spannend, weil sich da sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Kollegen getroffen haben. Also die Evelyn war da, der Axel war da, da waren ganz junge Kollegen, die aus hier, Pepe, Angela, ja, auch Axel, also weißt du. Das ist zum Beispiel auch schön, der Axel und ich haben jetzt vorher nicht viel oder gar keinen Kontakt gehabt. Anschließend ist man sich im Tanzen, weil wir waren ja die Schüler. Pierre hat uns unterrichtet, so wie er auch die Hauptschüler oder die Gymnasiasten, die Realschüler unterrichtet hat. Wir sind die Schüler gewesen, er hat uns genauso gemaßregelt mit der Krawatte oder genauso gelobt. Für uns war es auch schön, dass wir gelernt haben, dass jede, im Prinzip stellt er immer, endet jeden Satz mit einer Frage. Und die Schüler müssen auch antworten, sodass die Kommunikation immer da ist. Und das ist kein Frontalunterricht, der Lehrer sagt, wie es geht und die Schüler sagen, alles klar, so machen wir das jetzt. Sondern egal, welche Antwort auch kommt und die Antwort mag für uns erstmal, wie wir heute sind, würden wir denken, die Antwort ist falsch. Für ihn war jede Antwort richtig. Wenn er gefragt hat, wo kommt die Rumba her? Und dann hat ein Kind in seiner Klasse, wir haben das gesehen, wir haben ihn besucht in der Schule vom Arndt, eine Antwort gegeben, die gar nicht die richtige war, hat er gesagt, das ist richtig, das geht auch, das ist auch ein schönes Land und wundervoll und überhaupt. Und hat das immer auf sehr wertschätzende Art und Weise gemacht. Das hat er mit uns auch so gemacht. Und wir haben dadurch, dass er uns so behandelt hat, als wären wir die Schüler, ganz viel gelernt über den Umgang, wie er Umgang mit Kindern versteht und dass wir unsere Rolle ganz neu finden. Und das, glaube ich, hat uns auch zusammengebracht und zusammengeschweißt, weil wir irgendwie so eine ganz andere Art des Denkens plötzlich nochmal für uns entdeckt und gewonnen haben. Ja, richtig gut. Vielen Dank. And although there were some, usually we had technical problems today, but whenever the contract was going back and forth with our head office in New York and the ADTV, things were a little bit delayed. But now everything is in order, so any of the teaching artists now can go into the schools and doing it. But we have Miss Bianca, who already started and did a complete course. And so, Miss Bianca, please tell us about your experience. Yeah, it's on. Ja, also mir ging es genauso wie der Miriam. Ich bin mit vielen Inputs nach Hause gekommen, war von der Sache von Anfang an begeistert. Wir kennen ja heute den Werteverfall in unserer Jugend und Gesellschaft und fand die Idee ganz gut, da einen Beitrag leisten zu können. Also habe ich dann im Januar an einer Schule bei uns in einem Nebenort gestartet. Das ist bei uns eine Sportmittelschule, eine Ganztagsschule, wo die Kinder 8 Stunden betreut werden. Und ich habe 2 Klassen betreut, 2 5. Klassen. Einmal dienstags vormittags anstelle von Sportunterricht, aber jede Klasse immer separat. Und am Donnerstag Nachmittag. Ja, und es ist schon ein bisschen Training, all die Aspekte, die durch den Unterricht an uns vermittelt wurden, im Arbeiten mit den Kindern umzusetzen. Aber es ist grundsätzlich wertvoll, das Thema Respekt, das Thema Höflichkeit, das Thema Toleranz immer wieder aufzubringen. Aber wie vermittelt man das? Da stand ich schon vor
großen Herausforderungen, Blickkontakt zu halten bei Fünftklässlern, also 11-, 12-Jährigen. Die Idee, ich dachte, es wäre einfacher, dass die Kinder noch nicht in der Pubertät sind, aber sie sind da schon am Pubertieren in dem Alter und man hat schon ein bisschen Aufgaben. Das Konzept selber liefert ganz viele Hilfsmittel. Alle Tänze beginnen im Kreisform. Das schafft eine gemeinsame Energie. Alle Tänze fangen mit dem gleichen Fuß an. Das erleichtert das Lernen für die Kinder enorm. Und die Geschichte, wo wir am Anfang diskutiert haben mit Langsamwalzer, rechter Fuß muss der doch anfangen, ist natürlich in uns drin, aber wenn wir jetzt unsere Bewegung mit dem Social Dance anschauen, dann ist es eigentlich egal, mit was wir anfangen. Hauptsache, wir sind in einer Verbindung. Also erübrigt sich das Thema. Wichtig ist, dass die Kinder einen festen Startfuß haben, dass die Ladies das wissen, welcher Fuß immer anfängt, egal welcher Tanz. Und die Herren, das macht es wesentlich leichter. Und was unglaublich wichtig ist, ist der ständige Partnertausch, dass man einfach die Hürden der Kinder überwindet, wenn sie das mal begriffen haben, dass es ständig rundherum geht, immer ein Partner weiter, dann wird das Anfassen, Loslassen irgendwann automatisch. Und wir hatten trotz vieler Hoch und Tiefs ein schönes Abschlussevent in der 20. Stunde mit 90 Eltern, die kamen. Ich hatte 41 Schüler, die ich betreut habe. Also es waren von 5 Kindern, war glaube ich niemand da, weil es einfach nicht ging. Aber sonst alle und es war wunderschön. Gut. So, at the end, the last lesson, we call it a ballroom breakfast. If they are going to be invited to do the show for their parents at the early part of the day, or could be later on. But what is wonderful about the program, it is not a dancing program, it's a social, emotional, and I have letters that Herr Hilse brought with him from the children that I taught just now. Hello, we love you, Mr. Pierre, we miss you, when are you coming back, etc. But the nice thing, I know that Bianca, you showed me your letters from the children that they write to thank you, and really quite nice, quite good, because they have to, it doesn't matter whether they write a long letter or a short letter, or they sit down and they write down their feelings. And one thing, a quote I would like to share with you, that two of them, from America, from New York, one of the children said, "The music was so good, I forgot I was dancing with a girl." And a girl sends a quote to her teacher to say, "Thank you, Miss Barbara, for taking me to places I have never been. You took me to the Festival of Magic." And so it is quite wonderful what the children come up with. And so I would like now to ask you a couple of questions, please, madame, monsieur, here. My questions are, if it is not a dance program, you, Evelyn, please, what is it? Are we teaching them to dance? What are we really teaching them? Das ist eine Mischung zwischen Ordnung. Wenn der Tanzunterricht beginnt, stellen die Lehrer ja draußen schon die Kinder zusammen, dass sie sich nach Größe einfinden und jeder schon auch Regeln. May I have the dance? May I have the pleasure? Or may I dance with you? Und sie müssen dann antworten, yes, sehr gerne, also auf Deutsch. Also draußen finden schon Regeln statt, dass sie dann reinkommen und schon in eine Stimmung hineinkommen, die durch die Musik geregelt ist und die dann eben weiter fortgeführt wird mit den klaren Anweisungen, tu dies, tu das. Aber auch durch diesen ständigen Partnerwechsel und diese Kommunikation mit dem Lehrer entsteht eine ganz bestimmte intensive Stimmung, ein Austausch.
schwer. Kann das einer von euch besser erklären? Ich kann das nicht so gut. Mach du mal. Matthias, der redet immer so schnell, aber vielleicht kann der das mal auf die Schnelle erklären. Also für mich war eigentlich der Knackpunkt in diesen 5 Tagen der Moment, in dem ich verstanden habe, dass es völlig egal ist, ob das ein Tanzlehrer ist oder ein Erzieher oder ein Schauspieler oder sonst wer, der das vermittelt. Das ist Zufall, dass wir jetzt Tanzlehrer sind, weil sich Tanzen zufällig eignet, weil man das zu zweit macht. Ansonsten könnte man auch mit Golf oder mit Tennis oder mit Schwimmen, aber das ist eben alles alleine, deswegen hat man zufällig Tanzen gewählt, um das zu vermitteln, was da eigentlich vermittelt werden soll. Wenn man in jetzt so einer Klasse vom Abend zum Beispiel war, da haben wir als Schüler aktiv teilgenommen, also mitgetanzt. Und dann sieht man, dass diese Schüler, ich hätte nie gedacht oder mir vorstellen können, wie man mit Hauptschülern tanzen will. Und wie man die dazu kriegt, wenn man sagt, du machst das jetzt und die nicht Schüler durch die Gegend schmeißen. Die ziehen sich am Anfang tatsächlich den Pullover über die Hände und wollen sich nicht anfassen. Und man steht vor denen und die gucken einen an und ich war erstaunt. Ich war in Stunde 8 oder 9 da. Dass die schon dazu, ein Junge hat mich immer nur an der einen Hand angefasst, aber nicht an der dem Körper näheren. Und man macht das dann mit und ich habe später gehört, der hat in den ersten 5, 6 Stunden überhaupt niemanden angefasst. Das war also für den schon ein ungeheurer Fortschritt. Der hat am Ende zu mir gesagt, Dankeschön. Und ich bin als Zweiter gegangen. Ich glaube allein, dass so ein sonst sozial schwieriges Kind allein dahin gebracht wird, dass es mit einer Hand eine Frau anfasst, wo vorher noch der Pullover über der Hand war, das ist eigentlich das Ziel, was da vermittelt werden soll. Und es geht überhaupt nicht ums Tanzen. Und das, glaube ich, ist für Tanzlehrer ganz schwierig zu verstehen und umzusetzen, dass es nicht um das geht, was wir eigentlich normalerweise in unserem Leben tun. Für mich ist das ein Zweitjob. Also ein Zusatzaufgabenfeld, was sich da aufgetan hat, mit so viel Wert, das ist also unglaublich. Und ich glaube, es ist unfassbar schwierig, das zu vermitteln, wenn jemand primär Tanzen unterrichten möchte. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sich vorher die Frage stellt, möchte ich das also sozialpädagogisch tätig werden? Und ist mir das, liegt mir das am Herzen und möchte ich sozusagen diesen Kindern was Gutes tun und zufällig dieses Medium Tanzen dabei verwenden? May I please ask you, Mr. Matthias, to talk about the tone of voice whenever we're speaking to the children, not at the children, and also the speed of how fast we talk. Da bin ich genau der Richtige. Wenn es um Geschwindigkeit beim Sprechen geht, kenne ich mich aus. Gott sei Dank gibt es keine Blitzer. Die Herzlichkeit, also was letztes Jahr so für Irritationen gesorgt hat, bei der Sache mit der Krawatte, das, was ich mal in meinem Kopf zusammengefasst habe, ist diese rau, aber herzlich Atmosphäre. Also einen Raum zu schaffen, in dem die Kinder sich so wohlfühlen, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man mal eins auf den Deckel kriegt, aber es wird eingerahmt in 2 Komplimente und deswegen ist das total okay. Also diese Herzlichkeit ist da. Und sie wird natürlich überwiegend mitgetragen von dem Ton, mit dem wir mit den jungen Leuten reden, mit der Höflichkeit, die wir selber darstellen. Es geht über Vorbild sein, es geht über höflich und freundlich und deutlich sein, ruhig sein. Und Sie merken gerade, dass die Inspiration dieses Programms mir hilft, jetzt mit Ihnen langsam zu sprechen. Thank you. Okay, and one thing that we are telling our teachers, we don't call them dancing teachers, we call them teaching artists, because as everybody was saying, it's about performing, and compliment the children, no matter how bad it looks, correct and compliment again. And really to talk to them, to sit down on the floor with them and speak to them one to one. So, ladies and gentlemen, this gives us an idea. I hope it gives you an idea what went on. Please hand up if you would like to ask us a question of any of us. Oh, the money problem. Excuse me, you're going to have a lot of fun. And you expect to be paid? Please, money problem.
Ja, es war ja vom Verband jetzt noch nicht so viel Unterlagen auf Deutsch da. Ich habe mir also den Vertrag in Englisch übersetzen lassen und bin damit an die Schule gegangen und habe 2200 Euro verlangt für die Arbeit. Und die kriege ich auch. Also es gibt Schulen, die haben einen Topf mit Geld und wenn sie das Projekt für wertvoll erachten, dann zahlen sie es auch. Und wenn jetzt damit war meine Arbeitszeit bezahlt, wie ich verrechnet bin in der Tanzschule. Wenn die Tanzschule einen Gewinn machen möchte, dann sollte das vielleicht 3.000 Euro betragen. Ja, dann hat die Tanzschule 800 noch am Gewinn abzüglich meiner Kosten. Ich finde dieses Programm so toll und ich möchte das unbedingt haben, dass das erfolgreich wird. Und ich möchte in diesem Raum unbedingt einen Gedanken platzieren, den ich für unfassbar wichtig halte. Auch Sozialarbeiter kriegen Gehalt. Das Programm ist so wertvoll, dass es nur aus meiner Sicht auf Dauer erfolgreich sein kann, wenn wir dafür so viel erlösen können, dass es über die Zeit auch erhalten bleibt. Ich möchte uns das Gefühl geben, dass Idealismus auf Dauer nicht trägt und dass wir uns nicht unter Wert verkaufen sollten. Und wenn wir dort in 10 Wochen 20 Schulstunden unterrichten, hat das einen Riesenwert. Und ich glaube, wir sollten uns, oder ich wünsche mir, dass wir uns die Zeit nehmen, so viele Förderprogramme wie möglich, so viele Stiftungsunterstützungen wie möglich und so viele Alternativen wie möglich und nötig zusammen zu suchen, bis wir den Schulen, wie in Amerika auch, sagen können, für eine Schulklasse, für 10 Wochen und 20 Stunden, sollten wir uns um Himmels Willen bitte nicht unter den 2.500 Euro, die Jürgen gesagt hat, anbieten. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil wenn wir das aus Idealismus tun, und da bin ich selber einer von, ich könnte das die ersten 2 Jahre auch einfach mal so machen. Aber wenn ich dann irgendwann überlege, dass es vielleicht mal ein Mitarbeiter tun soll, und wenn ich dann überlege, dass zu dem Programm ja auch gehört, dass mehrere Male jemand von dem Konzept vorbeikommt und diesen Unterricht besucht und dass da Vorbereitung und Nachbereitung ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, was das mit mir selber über die Jahre machen würde, dann würde ich irgendwann sagen, Kinders, morgens ausschlafen ist auch eine schöne Idee. Und ich möchte, weil wir Tanzlehrer anfällig für ein schlechtes Gewissen sind, Ihnen und uns gerne die Rückendeckung geben, zu sagen, es ist unglaublich wertvoll, wenn ein Gewaltpräventionstraining für einen Tag, und das sind 8 Stunden, 1.500 Euro kosten darf und das bezahlt wird, müssen wir uns nicht verstecken, wenn wir für 20 Stunden in 10 Wochen 2.500 Euro aufrufen. Und um das gleich noch mitzugeben und einen oben drauf zu setzen, das sollte das Ergebnis der Verhandlung sein, nicht die Einstiegswunschvorstellung. Und da haben wir von Pierre gelernt, der in New York hingeht und sagt, das ist ein sehr günstiges Programm, das kostet pro Klasse nur 4.000 Dollar. Und für Sie machen wir einen Spezialpreis 2.500. Ja, und den Gedanken möchte ich auch mitnehmen. Und solche Kleinigkeiten, solche Tools sind Tonnen in diesem 5-Tage-Lehrgang. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, das zu machen. Aber mir ist wichtig, dass wir nur dann, wenn wir das auch erreichen, und ich bin der Meinung, lieber ein Jahr später und dann erreichen wir es und dann ist es nachhaltig. Es geht nicht um ein Jahr mehr oder später, es geht darum, dass es dauerhaft funktioniert und dann erreichen wir richtig was. Okay, in closing, ladies and gentlemen, any of you, this program sincerely is not for everybody. You really have to love children. You have to be a child at heart yourself in a way to perform and get down. And an advice is, make sure you set up the program. Speak, first of all, to the principal. Have a meeting with the classroom teachers and let them know what is going to go on at the beginning, middle, and end of the program. And then meet the children in their classroom the week before you start teaching. If you don't set up this ahead of time, you are going to have much problem, many, many, many problems. It's just like a comedian making jokes. There's a time to set up, and then bang,
the last line comes in for the Joe. Thank you very much, Matthias. Thank you very much, Miriam. Thank you, Evelyn. And thank you, Bianca. And, Monsieur, thank you for inviting us again. Thank you, Miriam. Ja, meine Damen und Herren, ich denke auch, dass das, was alles hier gesagt wurde, dem entspricht, was wir uns auch als ADTV vorstellen können und wollen. Und ich würde mir auch wünschen, dass es genauso funktioniert, denn genau das ist das, was wir auch für die Zukunft brauchen werden. Und sollte es noch irgendwas an Ideen oder an Wünschen oder an Fragen geben, nicht nur die Herrschaften, die hier oben sitzen, auch ich soll mal sagen, auch Renate Pawolski und Axel Schulz sind da, können Sie gerne ansprechen. Merken Sie sich Save the Date. Ach, das muss ich auch sagen, zum Thema Save the Date. Im letzten Jahr kamen Kollegen auf mich zugestürzt, direkt nach seiner Lecture und sagten, wir wollen da mitmachen. Also habe ich mir die Namen aufgeschrieben, dann gab es den Termin mit Pierre, dann habe ich die vorher angehört und gesagt, denkt dran, ihr müsst euch da anmelden, ja, ja. So, und dann habe ich die einfach auf die Liste mit draufgeschrieben. Und dann kam plötzlich die, nee, wir haben da doch keine Zeit. Es wird einen Lehrgang geben im Oktober. Wir werden heute oder morgen besprechen, welcher genaue Termin in der Tanzschule machbar ist und welcher Termin bei Pierre machbar ist. Wir werden den dann nach Ostern, das ist ja ein langer Zeitraum, ich sag mal bis spätestens 10. Mai veröffentlicht haben, damit Sie wissen, wo es lang geht. Da gibt es eine Deadline für die Anmeldung und dann wissen wir, ob wir Pierre auch aus New York wieder hierher bekommen und wer Interesse hat. Wenn Sie angemeldet sind, freuen wir uns und dann muss man sich das auch wirklich fixieren, denn wie er sagt, wenn du mit Herz dabei bist, wird das auch. Vielen Dank nochmal an Pierre und deine Mannschaft hier oben.